Vor wenigen Tagen ist ein Interview bekannt geworden von Papst Franziskus mit der Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica aus Rom. Dort äußerte Papst Franziskus zwei Kritikpunkte am deutschen synodalen Weg. Erstens, er hat gesagt, es gibt schon eine evangelische Kirche in Deutschland, wir brauchen eine zweite. Das war natürlich ironisch und ein bisschen gewitzelt gemeint, aber in der Aussage ist er natürlich schon sehr scharf, denn er sagt, der synodale Weg führt die katholische Kirche in Deutschland zu einer Protestantisierung. Aber es gab eine zweite Aussage von Papst Franziskus, und zwar, er beschwerte sich über den Einfluss von fremden Ideologien und Denkströmungen im synodalen Weg in Deutschland. Ich habe beides habe ich besprochen. Ich verlinke zu einem Video, wo ich das behandle. So, nun hat Kanal Gerd Müller das Ganze etwas vertieft. Und zwar gerade die zweite Aussage, die eigentlich wichtiger ist, weil sie natürlich stärker eigentlich das Unbehagen vom Papst mit dem deutschen synodalen Weg ausdrückt. Das heißt, dieser Einfluss von Fremden, von Ideologien von außen innerhalb des deutschen synodalen Weges. Das ist ein Text, den Kardinal Müller für CatNet, für das katholische Portal CatNet geschrieben hat. Ich verlinke dazu, falls Sie diesen Text ganz lesen möchten. Ich werde hier nur vier, aus meiner Sicht, Hauptpunkte des Textes hier behandeln. So sagt Kardinal Müller: Worauf der oberste Lehrer der Christenheit, also Papst Franziskus, hinaus will, ist vielmehr der Verlust der katholischen Hermeneutik, also die Erkenntnislehre der katholischen Kirche, mit der sich das Gremium synodaler Weg, aber auch zwei Drittel des deutschen Episkopats nicht nur ins Schisma bewegen, also nicht nur Schisma, sondern direkt in einen apostatischen Widerspruch geraten sind zum katholischen Glaubensbekenntnis, also zum katholischen Glauben. Also der synodale Weg ist im Grunde genommen ein Akt der Apostasie. Und das Adjektiv katholisch, sondern bloß traditionellen Floskel entwertet haben. Das heißt, da steht zwar, da ist ein Etikett katholisch, aber dieses katholisch beschreibt nicht mehr den Inhalt des synodalen Weges, denn der synodale Weg orientiert sich auch an völlig anderen Geschichten als den katholischen Glauben, das Evangelium, das Lehramt etc., sondern an anderen Ideologien, die es von außen nimmt. Er wird nochmal enger, also tiefer darauf eingehen. Denn später sagt er, das Katholischsein ist von Gottes universellem Heilswillen her inhaltlich bestimmt. Die Kirche kann also nicht mit politischen, soziopsychologischen und schon gar nicht mit ideologischen Kategorien in ihrem Wesen und ihrer göttlichen Sendung begriffen und auf eine weltliche Organisation reduziert werden. Das heißt, Gott hat die Kirche gegründet, Jesus Christus, um die Menschen zum Heil, das Heil zu bringen und praktisch dann eine Verbindung zwischen Menschen und Gott herzustellen. Das ist die Funktion der Kirche. Und die Kirche, das Haupt der Kirche ist Christus, ja, wurde von Christus gegründet und ist beseelt vom Heiligen Geist. Diese Tatsache wird im Grunde genommen im Synodalweg verflüssigt sich, ja, durch die eben starke Einfluss von Feminismus, von Genderideologie und diese ganzen anderen Geschichten. Und deshalb orientiert man sich an völlig anderen Kategorien und Ideologien, Philosophien. Ja, und man macht außerdem noch aus der katholischen Kirche eine weltliche Organisation, man spürt im ganzen synodalen Weg, da ist ein großes Misstrauen gegenüber der Kirche. Ja, die Kirche ist quasi eine Quelle der Gefahr und man muss eben diesen synodalen Rat erfinden, man muss sowas wie einen synodalen Weg erfinden, etc., um eben diese ganze Kirche, die ja göttlichen Ursprungs ist, zu bändigen. Das ist vom Ansatz her eben falsch, weil das eben dass es widerspricht Kategorien, die in ihren Wesen und ihrer göttlichen Sendung begriffen und auf eine weltliche Organisation reduziert werden. Das ist das Grundproblem. Das heißt im Grunde schon, die ganze Sicht auf die Kirche ist völlig falsch. Und das erklärt er nochmal in einem weiteren Punkt. Der entscheidende Mangel beim Frankfurter Gremium ist die Leugnung der Sakramentalität in vollem Gegensatz zur Lehre des Zweiten Vatikanums. Und also damit meint er das Dokument Lumen Gentium, wo es um die Kirche geht. Und da heißt es, die Kirche ist ja in Christus
gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die ganze Menschheit. Das ist die Kirche. Und das ist total, und das, was der synodale Weg über die Kirche aussagt, steht völlig im Widerspruch genau eben zu dieser Aussage aus dem Lumen Gentium 1, also aus dem ersten Kapitel von Lumen Gentium, also über das Konzilsdokument über die Kirche. Ja, da merkt man, und das spürt man auch, man spürt, das habe ich schon gesagt, aber man spürt auch in den ganzen Debatten, zum Beispiel in den Aussagen am Anfang der Synodalversammlung, spürte man ein tiefes Misstrauen gegenüber der Kirche und auch an Stellungnahmen von diversen Protagonisten des synodalen Weges, spüren, da ist ein Bruch mit der Kirche. Diese Leute durchleiden im Grunde genommen eine Glaubenskrise hinsichtlich der Kirche und daraus entwickeln sie im Grunde genommen eine neue Ideologie über die Kirche. Und das ist natürlich eine Fabrizierung einer, letztendlich einer neuartigen Kirche, einer Art deutschen Nationalkirche auf der Grundlage der Dokumente des synodalen Weges. Und schließlich sagt Papst Kardinal Müller, wie gesagt, das sind nur vier Teile, es ist länger. Papst Franziskus hat seine Ablehnung der Substitution des katholischen Glaubensbekenntnisses durch selbstgebastelte Ideologien unterstrichen. Also nochmal dieses Unbehagen von Papst Franziskus mit dem Einfluss fremder Ideologien auf den katholischen, auf den synodalen Weg. Indem er einen schwedischen Kardinal als Vorbild nannte, das ist Kardinal Arborelius, der mit vielen hunderten nicht-deutschen Bischöfen die irrigen Erkenntnisprinzipien des deutsch-synodalen Weges auf den Begriff brachte, ohne sich von dreister deutscher Professorenarroganz blenden zu lassen. Und das ist natürlich dann ein Hieb gegen die akademische Theologie in Deutschland, die im Grunde genommen sich völlig selbstständig gemacht hat vom katholischen Lehramt, vom römischen Lehramt, wie die das nennen. Und die sagen, okay, wir können im Grunde genommen das tun und sagen, was wir wollen. Ja, wir sehen eigentlich in dem katholischen Lehramt keine Verbindlichkeit. Ja, und das ist im Grunde genommen katastrophal, weil das führt gerade, dass dadurch sie diese Fremden, diese Ideologien übernehmen und sozusagen eine eigene gedankliche Konstruktion, die sie sozusagen als Theologie verkaufen, basteln. Ja, insgesamt, das ist eigentlich, was er hier sagt, Kardinal Müller, aber und dann sozusagen zitierend Papst Franziskus, der synodale Weg ist sowas wie ein trojanisches Pferd, was diese ganzen fremden und falschen Ideologien aus der Welt in die katholische Kirche bringt. Und diese Ideologien sind nicht nur falsch, sondern sie sind auch wesensfremd dem, was die Kirche im Kern ist. Das sagt sehr deutlich Kardinal Müller. Und man muss ihm dankbar sein, dass er das so deutlich sagt und sagt, der synodale Weg führt zu einer schismatischen und apostatischen Kirche, also einer unkatholischen Kirche. Und deshalb ist dieser ganze synodale Weg eigentlich ein Projekt der Destruktion der katholischen Kirche in Deutschland. Vielen Dank.